Rüstungsmäßig. Ich könnte ja Ancient Weapons für jeden mitnehmen. Steaks, alles. Okay, raus hier. Hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist die Treppe nach unten, die uns an einen überraschenden Ort führen dürfte. Wobei nicht ganz so überraschend. Wir sind wieder am Anfang, wo alles begonnen hat. There's no way out. Here you will surely starve. Mhm. Gut, damit haben wir auch das abgeschlossen. Okay, ich setze hier mein Anker. So, da geht's ins Shadowlight Divide. Dort können wir erstmal auf der Seite hier alles rausschmeißen. Wir haben ja mehr als genug Zeit. Amulet of Wisdom wird uns auch nichts mehr bringen. Leere Flaschen können eigentlich auch weg. Den behalte ich mal. Ja, Daggers wird sie nicht mehr großartig benutzen können. Weapon of the Fallen, das behalten wir mal. Die kann weg. Die Bücher, was auch immer, für was auch immer die gut sind, können mal weg. Die Herzen können weg. Das Buch kann weg. Shadowlight Crypt Key kann auch weg. Das behalten wir mal alles. Notizen können weg. Das haben wir auch alles abgeschlossen. Das ist das letzte Item für die Fallen. Ja, so viele leere Flaschen brauchen wir auch nicht. Da reichen 4. Steine brauchen wir jetzt auch keine mehr. So, jetzt muss ich gucken, wo habe ich das Schwert reingepackt. Psionic Blade, das brauche ich nicht. Da sind nur Nachrichten drin. Nachrichten und Mindstones. Mace Skillbook. Ein paar Waffen. Die alte Rüstung. Das ist nichts Besonderes. Blitzbomben werden wir auch nicht mehr brauchen. Da ist das ganze Adderwalk-Zeug drin. Ja. Ist es so schwierig, ein Schwert hier zu finden? Wahrscheinlich. Oder war's? Mist. Da war's doch gerade. Lightning Blade? Nein, ich brauche. Nein, das ist ein Destiny Blade, okay. Noch ein Destiny Blade? Hä? Ja, da ist das Fjordchen Ice Saber. Den brauche ich auf jeden Fall.
Gut. Wow, ich bin nicht im Labyrinth, also kann ich den Ankerpunkt nicht benutzen. So, lade ich die mal sicherheitshalber wieder auf. Gut. Na gut, ich könnte das auch ein bisschen beschleunigen. Ach ja, das wollte ich ganz am Anfang schon sagen. Ich habe mir die Videos von der letzten Aufnahmesession, also den Schluss gerade nochmal angesehen, die Texte, die die Watcher, beziehungsweise die beim Watcher-Kampf aufgetaucht sind. So. Okay, ich nehme mal überall die Fackel raus und da, wo es das Geräusch macht, lasse ich sie mal liegen. Und ja, ein Quicksave mal. Also ja, ich habe die Texte bei dem Watcher-Fight mir nochmal durchgelesen. Also beim Endfight. Und so wie es aussieht, haben wir alles geschafft. Also es stand da, dass wir die Präsenz der Watcher in den Netherlands, in dem Shadowlight Divide, in Yggdrasil und in den Dreamfields vernichtet haben. Es stand da, dass die Watcher keine Würfel zur Hilfe rufen können, weil wir die Devices zerstört haben, die die Würfel erschaffen. Und es stand da, dass wir 5 von 7 Lichts getötet haben und uns mit den letzten 2 jetzt noch messen müssen. Und das scheint unumgänglich zu sein. Jedenfalls war es auch in dem Walkthrough-Video von dem Macher so. Gut, das wollte ich nur mal gesagt haben. Hier leuchtet's, okay. Hier nicht. Hier ist nichts. Das hier würde auch leuchten. Das hier nicht, okay. Ich muss mir das echt mal aufschreiben. Okay, das ist A jetzt. A bringt mich nirgendwo hin. Bringt mich dieses A hin. Dieses A bringt mich nach da. Gut. Dann ist das jetzt B. B bringt mich nach B. Gut. C. Bringt mich nach C. D. Kein D. D. Bringt mich hier hin. D. E. E. F. E, F. Mhm. G. G. GH H I A und I
Dann hüpfen wir mal wieder in B rein und probieren. Jetzt bin ich bei I, da ist das J. J bringt mich wieder zu C. Okay, J bringt mich zu C. Hier kann ich hintrampeln. J, K bringt mich zu K. Okay. K, L. L. M. M. Da ist nichts. Da ist das jetzt N. Nein, das ist nicht N. Das ist dann N. M bringt mich nach N. Okay. Ja, okay, bringt mich jedes Mal zurück. Gut, ich will jetzt wieder zu D. D bringt mich nirgendwo hin. E bringt mich zu E und F. Das heißt, ich nehme wieder B. Und nehme wieder J. K hat mich... Achso, K hat mich dahin gebracht. Dann brauche ich jetzt... L... M bringt mich dahin, habe ich gesagt. Das war nicht M, das war E. Jetzt muss ich wieder zu K zurück. K komme ich am besten von C aus. B und C. Ah, oh, falsche Richtung. Ja, K. L. M. Ist hier N? Nein, hier ist nichts. So, ja, stimmt ja, weil hier N war. Und dann ist jetzt hier O wahrscheinlich. No. Hm. Das ist gerade etwas verwirrend. Jetzt bin ich hier. O existiert nicht, okay. Ich könnte wieder in L reinspringen. Ich muss nämlich irgendwie auf die Seite kommen. Ich frage mich auch ernsthaft gerade, ob die was verändern, wenn ich jetzt... Ah, Tatsache.